Hallo, herzlich willkommen zu einem weiteren kleinen Film über Photoshop. Diesmal geht es um Filter. Es gibt so ein paar Spezialitäten, die ich Ihnen ganz gerne vorstellen würde. Also zunächst einmal haben wir hier eine Datei, die sich aus zwei Ebenen zusammensetzt, einer farbigen Hintergrundebene, das eigentliche Bild und einer schwarz-weiß Einstellungsebene. Wenn ich jetzt auf dieses Bild einen Filter anwenden will, ohne diese Konstruktion hier aufzugeben, ist natürlich die Frage, wo ich das mache. Ich könnte es auf dem Hintergrundbild anwenden, einerseits. Andererseits wäre es vielleicht schlau, es auf diesem Compositing-Bild, also was sozusagen aus beiden Ebenen sich zusammensetzt, anzuwenden. Dazu gibt es einen Tastengriff, der Ihnen aus diesen beiden Ebenen oder, wenn es dann mehrere Ebenen wären, aus allen Ebenen, eine Kopie macht, das heißt eine Zusammenfassung, und zwar als Kopie. Sie wissen vielleicht, dass es den Befehl gibt, Merge Visible, also sichtbare Ebene auf eine reduzieren. Und das wäre Umschalt Steuerung E. Drücken Sie zusätzlich die Alt-Taste, dann werden nicht die Ausgangsebenen gelöscht sozusagen, was nämlich hier passiert, sondern es wird eine Kopie davon erzeugt. Also Steuerung Alt Shift E, ein Befehl, der hier nirgendwo in den Menüs auftaucht. Steuerung Shift Alt E. Ich mache das jetzt mal. Wichtig ist, dass die oberste Ebene dabei aktiviert ist. Steuerung Shift Alt E. Jetzt wird eine Kopie erzeugt. Diese Kopie zeigt also genau das, was darunter liegt. Jetzt kann ich den Filter auf dieser Ebene anwenden. Natürlich mache ich das nicht einfach so auf dieser Ebene. Die intelligentere Methode ist, diese vorher in ein Smart-Objekt umzuwandeln. Rechte Maustaste, konvertiere zu Smart-Objekt, convert to Smart-Object. Das ändert sich einfach gar nichts im Moment. Ich kann jetzt Filter anwenden. Ich nehme mal einen meiner Lieblingsfilter aus dem Filtermenü natürlich, aus dem Texturieren, im Deutsch heißt das Strukturierungsfilter, und der Filter heißt dann Körnung, hier heißt er Grain, also Strukturierungsfilter Körnung. Und jetzt tut sich dieses unglaublich üppige Fenster auf. Ich lasse mir mal das gesamte Bild zeigen. Die Standardeinstellung ist so ein farbrauschiges Korn, das ist natürlich langweilig. Ich nehme jetzt mal als Art die horizontale Streifenstruktur. Das sieht ganz gut aus, finde ich. Und jetzt mache ich Folgendes, ich bestätige diesen Filter und jetzt ist dieser Filter angewendet. Für diejenigen, die noch nicht wissen, was ein Smart Object jetzt Tolles ist, ein Hinweis, Sie sehen, dass der Filter tatsächlich wie so eine Art Effekt dieser Ebene zugeordnet ist. Sie können ihn zum Beispiel abschalten. Dann ist alles wieder wie vorher. Sie können ihn maskieren, anderes Thema. Und Sie können zusätzlich durch einen Doppelklick auf dieses kleine Zeichen hier, ich muss jetzt mal, glaube ich, hochzoomen, da sehen Sie diese kleinen Striche mit den Pfeilen. Wenn ich da doppelt draufklicke, können Sie diesen Filter im Nachhinein abschwächen. Eine moderne Form des früheren Verblassen-Befehls. Ja, das heißt, Sie können also beim Filtern zunächst mal richtig heftig rangehen und können diesen Filter dann im Nachhinein abschwächen. Was unter Stress, wenn man schnell arbeitet, vielleicht eine ganz gute Möglichkeit ist. Sie können auch den Blend-Modus dieses Filters verändern. Im Moment legt er sich ganz normal über das Bild, wie man das kennt. Sie können es auch auf Multiplizieren schalten, auf Linear abwedeln. Einfach schauen, was passiert. Manche Dinge ergeben sich, indem Sie hier einfach ausprobieren. Wie es ja sowieso bei diesen Ebenen-Blend-Modus-Varianten, zumindest bei mir so ist, dass ich immer noch nicht genau weiß, was die im Einzelnen machen. Es gibt so ein paar grundsätzliche Richtungen, also beim Multiplizieren wird es halt dunkler. Das weiß ich schon, die Strukturen vermischen sich mit dem darunterliegenden Bild. Beim linearen Abwählen wird es generell heller, aber alles andere probiere ich in der Regel einfach aus. So, das war also das eine. Sie können also den Filter aus- und einblenden. Sie können seine Deckkraft verändern bzw. reduzieren. Und wenn Sie hier doppelt draufklicken auf das Wort Grain, also Körnung, haben Sie die gleichen Filtereinstellungen, die Sie gewählt haben. Dann können Sie jetzt zum Beispiel verändern. Ja, wenn Ihnen das also nicht gefällt, Sie können den Kontrast verändern und so weiter. Das heißt, dieser Filter steht sozusagen dauerhaft zur Verfügung, dass er geändert werden kann. Das ist natürlich ausgesprochen angenehm und viel besser als der frühere Einsatz von Filtern einfach so, wo dann das Bild oder die Ebene dauerhaft verändert war. Wenn Sie diese Hierarchie nicht sehen wollen, können Sie hier draufklicken. Ich muss das nochmal ansehen, da auf diesem kleinen Pfeil. Wenn Sie das tun, dann klappt sich diese
Ebenen, diese Filter-Ebene ein. Und es sieht einfach ordentlicher aus. Ja, auf vielen Ebenen kann das schon angenehm sein. Sie können übrigens diese Filter von einer auf die andere Smart-Ebene kopieren, indem Sie mit gedrückter Alt-Taste diesen Filter ziehen. Das ist genau wie bei den Ebeneneffekten auch, wenn Sie also einen Filter auf mehreren Ebenen in gleicher Weise anwenden wollen, eine sehr gute Möglichkeit. Jetzt komme ich zum Höhepunkt meines kleinen Films hier, und zwar schauen Sie mal, was dieser Filter selbst noch kann. Ich klicke also nochmal doppelt auf diesen Filtereintrag und wir hatten eben gesehen, es gibt Varianten für diesen Filter. Und was Sie jetzt machen können, Sie sehen hier unten in einem Feld, dass Sie sozusagen Filtereffekte stapeln können. Wir haben im Moment genau einmal den Filter Kernel in dieser Einstellung. Und wenn Sie jetzt hier unten auf dieses kleine Symbol klicken, diese kleinen Hilfetexte schieben sich da immer so frech hinein, also hier drauf, dann erscheint hier eine weitere Ebene, der Sie jetzt zum Beispiel einen anderen Filtertyp geben können, wie zum Beispiel vertikal. Schauen Sie mal ins Bild, das ist jetzt nicht so dramatisch. Ich stelle mal die Intensität ein bisschen höher, das ist jetzt vertikal. Und das hier ist horizontal. Jetzt können Sie hier zum Beispiel den Vertikalen etwas abschwächen, dass also der Horizontale dominant ist. Ich mache mal beide übrigens deutlich schwächer, das ist mir alles sehr zu kräftig gerade. So, hier haben wir jetzt den Horizontalen relativ stark, den Vertikal schwächt noch ein bisschen ab. Kontrast kann man ein bisschen verringern in beiden. Also das ist wirklich herumspielen. So, ja, jetzt haben Sie sozusagen zwei Filterebenen übereinander. Sie können auch da wieder einzelne ausschalten und schauen, was passiert. Also Sie haben sehr viele Möglichkeiten, hier mit Filtern zu spielen. Okay. Das war's. Ich habe Ihnen jetzt also gezeigt, wie Sie einen Filter anwenden auf einer kombinierten Ebene. Das war Steuerung Shift Alt E, Umwandlung in ein Smart-Objekt und dann Filter einsetzen, wie Sie lustig sind. Und Sie können dann diese Filter einblenden und ausblenden, Sie können Ihre Deckkraft reduzieren und Sie können die Filter intern, also nicht alle, aber die meisten intern nochmal stapeln mit unterschiedlichen Varianten dieses Filters. Das war's.